Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Beim letzten Mal haben wir glücklicherweise endlich den letzten Stein gefunden. Nur um uns dann wieder alle vier Steine von Risky Boots abnehmen zu lassen. Das ist also nicht so gut gelaufen. Und wir müssen uns die Steine jetzt zurückholen. Aber bevor wir das machen, werde ich mich erstmal ein bisschen aufpowern. Was bedeutet, dass ich mir alle Items suchen werde, die man finden kann. Das heißt auch die Talismane, von denen ich bisher noch keinen gefunden habe. Und ich habe ja im letzten Video nachgefragt, oder im vorletzten sogar schon, was ihr davon haltet, wenn ich mir einfach angucke, wo ich was finde, um es dann einfach zu holen. Weil es viel zu lange dauern würde, würde ich es so suchen. Also würde ich privat spielen, würde ich es ja so machen. Aber da ich ja nicht privat spiele, sondern fürs Let's Play, lassen wir das einfach. Und ich mache es so. Also das Volk hat entschieden und das Volk kriegt, was es entschieden hat. So, runter, hoch, rechts, links, BA. Okay, das müsste machbar sein. Ich möchte nämlich nach Watertown und erstmal Richtung Scuttletown gehen und da alles einsammeln. Also, versuchen wir das mal. Runter, hoch, rechts, links, B und A. Wahrscheinlich war es jetzt falsch. Nein, doch nicht, war richtig. Ja, wunderbar. So, die Tore von Watertown. Ich muss mal gucken. Für ein Item brauchen wir nämlich Stormpuffs und ich habe noch 21. Okay. Das reicht dicke aus. Dann begeben wir uns erstmal hier in die in das Gebiet des Wasserfalls. Und hier sieht man schon, hier geht es hoch. Ja, da oben war ich aber noch nie. Dafür brauche ich die Spinnenform. Und da oben finden wir ein paar schöne Sachen. Ich muss nur noch mal gucken, wie ich mich in die Spinnenform verwandle, weil ich das schon wieder vergessen habe. Runter A, okay. So, ich muss echt mal öfters Shantae spielen. Immer wenn ich wieder anfange zu spielen, weiß ich nicht mehr, wie was funktioniert und welche Tänze was machen und dödödö. Geht auch. Nadu? Nadu, wie geht's dir? Spring mich bitte nicht an, so wie dein Kollege hier. Ja, hier oben soll nicht was ganz Schönes sein. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist noch nichts. Hier scheint... Da! Hier kann ich doch was machen. Hier muss ich mit dem Elefant ran, um diesen Block wegzuhauen. Und dann wollen wir mal gucken. Runter links. Ah, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwann anderes gemacht. Aber was soll's. Ich kann ja glücklicherweise alles nachschauen. Und dann machen wir den Block mal kaputt. Bam! Nein, der Elefant kann die Leiter nicht klettern. Böser Elefant. Dann gehen wir halt so da runter. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier Schönes finden. Also ich weiß es ja schon, aber ich bin gespannt, wie es aussieht. Und wie es dann am Ende realisiert sein wird. Da geht's hoch und hier geht's... Ah, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? This must be the Elephant Toad. This talisman will allow me to stomp in elephant form. Jawohl, es ist die Elephant Toad. Ich weiß jetzt nicht, was Toad heißt. Das wird schon irgendwas Interessantes sein. Aber das werde ich gleich mal ausprobieren, nachdem ich hier hochfliege. Moment, das war runter A, wenn ich mich nicht irre. Die Harpie. Nein, die Spinne. Kann ich da hochklettern? Natürlich nicht. Dann war das runter B. Ja, komm schon. Jawohl, hab hier. Ich könnte ja auch mit dem Affen hochklettern, aber warum? Das wäre zu viel Arbeit. Da müsste ich ja die ganze Zeit den Stacheln ausweichen und so wie ich mich kenne, werde ich da eher sterben. Stirb! So. Und hier oben haben wir nämlich auch was Interessantes. Ja, ich muss noch mal kurz was nachlesen. Aber ich glaube, hier bin ich ganz richtig. Das ist eine versteckte Wasserfall, ein verstecktes Wasserfallgebiet. Hidden Waterfall Area. Und ich glaube, da muss ich hochklettern, wenn ich mich nicht irre. Bei Nacht und da müsste dann ein Glühwürmchen sein. Und ja, ich habe mich auch entschlossen, die ganzen Glühwürmchen zu sammeln. Das Problem wird halt nur sein, dass ich nicht mehr so wirklich weiß, was ich wann aufgesammelt habe. Oh Gott. Fall nicht zu weit runter. Nein! Oh oh. Geh da hoch, geh da hoch. Moment. Ich möchte erstmal gucken, wo es hier lang geht. Das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, was ich wann, wo und wie aufgesammelt habe. Oh, okay. Hier muss jetzt irgendwo noch ein Glühwürmchen sein. Das möchte ich mir auch schnappen. Wenn ich da hochkomme. Da unten kommen wir irgendwo in das Gebiet mit den Riesenschnecken durch die Leiter. Soweit ich weiß. Ach komm. Ich habe keine Lust, mich mit dem Affen auseinanderzusetzen. Ich nehme die Harpie. Das ist sowieso viel angenehmer zu benutzen.
So, da ist es ja. I found a Firefly. I can check my total on the subscreen. Bla bla bla. Kennen wir schon. Gucken wir uns das nochmal an. Wie viel haben wir überhaupt? 5. Ja gut, von den Glühwürmchen werden wir wahrscheinlich noch viele finden. Es gibt insgesamt 12. Aber ich meine, Herzcontainer brauche ich nur noch 2. Da weiß ich bloß nicht mehr, wo genau die sind. Und ansonsten, keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier hoch. Ist schneller. Denn wir müssen noch ein anderes Glühwürmchen finden im originalen Wasserfallgebiet. Und dann haben wir da eigentlich auch schon alles. Und außerdem, soweit ich mich erinnere, ist die Dribble Fountain, ja, also das Dribble Fountain Labyrinth in der Waterfall Area. Das heißt, wir können da noch 2 Warp Squids holen, denn wir haben ja beim ersten Mal nur 3 geholt. Wir haben, glaube ich, in jedem Dungeon nur 3 geholt, bis auf den letzten, soweit ich mich erinnere. Kann das mal einer von euch bestätigen? Ihr habt das Let's Play geguckt, ich hab's nur gespielt. Das ist ein großer Unterschied, ein großer, großer Unterschied, ja. Definitiv, weil, ist halt so. Ich müsste es eigentlich besser wissen als sie, aber egal. Ich fliege jetzt erstmal hier so ein bisschen. Ey, was? Ich wollte immer wissen, was du bist. Was bist du? Was ist das? Es ist verdammt tödlich. Was? Warum ist das da? Und, nein, falscher Tanz. Nein! Ich will kein Affe sein. Ich will aber mal die Elephant Toad ausprobieren, aber erst versuche ich, ob ich noch das Glühwürmchen kriege in dieser Nacht. Das ist jetzt wichtiger, weil sonst muss ich auf die nächste Nacht warten und das wäre irgendwie doof. So, dich berühre ich diesmal nicht. Noch so ein Vieh. Warum? Was? Ich verstehe nicht ganz, was die sollen, aber nun gut. Boah, ich bin kein Hühnchen. Friss was anderes. Ich bin eine grazile Harpie. Ja, ich glaube, ich bin schon zu weit, oder? Ich muss hier... Moment. Nein, noch bin ich richtig. Ich muss noch weiter nach links. Und hoch und... Ah. Ich bin schon froh, dass ich hier nicht mehr durchlaufen muss. Mit der Harpie ist das wesentlich angenehmer. So, aber ich glaube jetzt... Genau, da möchte ich dran. Und da muss ich von unten hoch mit der Spinne. Ah, nicht fressen lassen. Das ist schlecht für die Gesundheit. So, irgendwie hier. Ja, eigentlich bräuchte ich die Spinne dafür, aber da ich ja die Harpie mittlerweile habe, ist das kein Problem. Nein! Jawoll, wir haben einen Glühwürmchen gefunden. Und gerade noch zur rechten Zeit. Hui, guckt euch das mal an. Ja, wunderbar. Direkt mal so viel abgesahnt hier. Jetzt möchte ich aber die Elephant Toad einmal ausprobieren. Ich glaube, das war runter links, wenn ich mich nicht... Shantae, tanzt du bitte das, was ich dir sage? So. Wie setze ich die ein? Was? Wie soll ich die denn benutzen? Wie benutze ich die? Ich habe keine Ahnung. Wird die mir angezeigt hier? Ja, da unten. Da unten ist die Elephant Toad, aber... Ja, Stampfattacke kann ich machen. Ah! So mache ich das. Ich muss in der Luft nach unten drücken. Coole Sache. Sehr coole Sache. Kann ich damit auch angreifen? Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Ah, seht ihr das? Ich habe jetzt auch die Gewichte da um mich drum hängen. Ich habe jetzt so ein schwarzes Tuch auf mir drauf und da hängen 2 Gewichte dran. Sehr cool. Auf jeden Fall. Das ist großartig. Nein! Ah, ich kann also die Gegner direkt neben mir damit besiegen. Bloß wenn ich auf sie draufspringe, dann bringt mir das nichts. Toll. Naja. Wie auch immer, lass mich in Ruhe. Geh tot. Stirb. Würmchen. Wir gehen nochmal hier runter. Hier waren wir auch schon mal. Ich habe nur noch ein Herz. Aber noch 2 Leben, das reicht. Hier unten waren wir auch schon mal. Ich bin hier weitergegangen. Dann kam dieser Wald. Und im Wald kam ich nicht weiter. Aber da unten erwartet uns ein weiterer Talisman. Und den würde ich schon gerne haben, denn Talismane sind cool und sie bringen uns viel. So, hier müssen wir jetzt irgendwo weiter. Wo genau, weiß ich nicht, aber das werden wir schon herausfinden. Ich muss, glaube ich, einfach nur nach links und irgendwo links dann weiter. Wenn ich mich recht entsinne. Moment, da kann ich doch bestimmt rein, oder nicht? Diese Baumstümpfe kann ich doch zerstören. Moment, so. Elefantenpower.
Bam! Ja, dann muss ich da anscheinend rein. Ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, wie das Ende des Spiels aussehen wird. Also, ob wir da endlich mal einen vernünftigen Boss gegenüberstehen oder... Oder ob es... Hallo? Au! Ob das genauso langweilig wird wie die bisherigen Bosse. Wobei ich irgendwie vermute, dass wir wieder gegen alle Bosse kämpfen müssen, die... Da komme ich ja gar nicht durch. Was soll denn das? Moment. Ich muss mal eben hier was lesen. Bla bla bla. Go left through the forest. Ja, das haben wir gemacht. Und into a small cave. Ich glaube, wir sind falsch. Wir müssen anscheinend noch weiter nach links. Keine Ahnung, was das hier ist. Wahrscheinlich ist das eine Abkürzung zurück. Aber nun gut. Wissen wir Bescheid. Ne? So, ich muss weiter nach links und da muss irgendwo eine Höhle sein, wo ich rein soll, angeblich. Und ich hoffe, das stimmt jetzt. Auch du lässt mich in Ruhe. Ach da, ja, da waren wir, glaube ich, auch schon mal drin, oder? Da bin ich schon mal durchgekrabbelt. So, jetzt müssen wir nur hier hoch und irgendwie mit dem Affen und so. Und hast du nicht gesehen, Tomate? Die Angriff der Killer-Tomaten. Habt ihr den Film gesehen? Ich leider noch nicht, aber ich weiß, dass er existiert und dass der total trashig sein muss. Angriff der Killer-Tomaten. Das sind Tomaten, die Menschen angreifen. Genial, oder? Ich frage mich, wie man auf so eine Idee kommt. So. Ja, nein. Das ist mir zu blöd. Ich benutze die Harp hier. Ich meine, wenn ich schon mal solche Verwandlungen habe, dann sollte ich die auch nutzen, oder? Nein, das gefällt mir gar nicht gut. Das gefällt mir nicht gut. Ich mag es lieber, wenn es Tag ist. Shantae, möchtest du nicht hier so ein bisschen Schläfchen machen und dann uns weiterspielen lassen, wenn es wieder Tag ist? Ne? Naja, wir gehen mal in die Höhle. Da wird sowieso nicht Tag sein. Nicht Nacht, wie auch immer. Mich hat das Ding getroffen, ich habe keinen Schaden genommen. Cool. Die Leiter hat mich unverwundbar gemacht. Oder ich habe... Genau, hallo du Typ. Hier muss ich die Stormpuffs verwenden. Da war ich auch erst, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, cool. Hättest du nicht da gelesen, dass du hier die Stormpuffs brauchst, wärst du vollkommen umsonst dahin gegangen. Und dann wäre da dieser Gegner gewesen, den man sonst nicht kaputt machen kann, außer eben mit diesen blöden Stormpuffs. Und das ist voll gemein. Wobei, ich hätte ja welche gehabt. So ist es ja nicht. Was hatte ich überhaupt ausgerüstet? Das, ne? Dann nehmen wir das auch mal weiter. Und dann haben wir hier die Monkey Claws. Jawohl. Jetzt wird es auch angenehmer, den Affen zu benutzen. Den kleinen Racker. Das wird den Mr. Jacksmith freuen. Hier so, jetzt kann der Affe nicht nur so süß aussehen, sondern er kann auch angreifen. Das wird ihm Albträume beschaffen. Boah, guckt euch mal an. Sehr cool. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ah, schön. So, dann wollen wir jetzt nur nochmal der Dribble Fountain ein... Ja, genau. Ich kann nur über die Leiter da hoch, aber als Affe nicht, ne? Ist klar. So, ich würde sagen, wir statten der Dribble Fountain mal einen Besuch ab, denn ich möchte noch die Warp Squids haben, die wir da drin vergessen haben. Und dann kann ich mir auch in Scuttletown mal den Teleport dahin besorgen. Was, glaube ich, gar nicht mal so schlecht wäre, ist Dingens, bla. So. Geh da hoch. Töte den... Das ist cool. Ha, jetzt kann ich den Affen auch vernünftig nutzen. Das war immer mein größter Kritikpunkt, dass ich in der Verwandlung nicht angreifen kann. Aber das ist jetzt wunderbar. Es ändert alles. Dann halt nicht. Dann bleib halt da oben schweben, du blödes Mistvieh. Ach, durch den Wald müssen wir auch noch... So. Dumpti-dumpti-dumm. Ich frage mich trotzdem, wo wir hinkommen, wenn wir hier durchgehen. Ich meine, ist das so eine Abkürzung? Muss ich irgendwo anders noch einen Baumstumpf zerstören? Ich schätze mal, oder? Aber wo? Und warum? Und wieso überhaupt? Was ist denn hier oben? Nichts. Okay. Dann kannst du mich mal gerne haben, du Gegner. Lass mich einfach in Ruhe. Warum bin ich jetzt wieder Shantae? Ich habe mich nicht zurückverwandelt. Ich war definitiv in der Affenform. Naja, soll mich nicht stören, dann kann ich wenigstens die Leiter hier hochklettern. Ja, genau. So.
Na, ob ich es jetzt schaffe, bis zur Fontäne zu kommen, ohne zu sterben. Nein, ich schaffe es nicht. Damit wäre der Beweis erbracht, dass ich nicht richtig spielen kann. Aber ich glaube, das wisst ihr sowieso schon. Das hat man schon oft genug in diesem Let's Play gesehen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange das jetzt eigentlich schon läuft. Ich muss das echt mal so langsam zu Ende bringen. Geht ja gar nicht. Ich meine, das spiele ich jetzt schon fast ein Jahr. Wann habe ich damit angefangen? Im Juli? August? Oder noch im Juni? Das war nicht so toll, dass ich so lange dafür brauche. Ich habe immer irgendwie die anderen Sachen lieber gespielt, obwohl das Spiel hier auch ziemlich cool ist. Also das liegt nicht daran, dass das Spiel doof ist. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwie, ich weiß nicht. So, habe ich überhaupt recht damit, dass die Dribble Fountain irgendwo hier ist? Oder? Aua. Oder irre ich mich da jetzt gerade ganz gewaltig? Ich meine, nachgelesen zu haben, dass die hier wäre, aber... irgendwo hier vielleicht? Nein. Das sieht schlecht aus. Aua. Ich möchte nicht gegessen werden. Ich bin kein Hühnchen. Ich bin eine stolze Harpie. Eine Kämpferin der Lüfte. Ansonsten können wir die Dribble Fountain noch beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt erstmal weiter nach links gehen in den Spider Forest. Ja, ich weiß jetzt auch, wie die ganzen Orte heißen. Ja, Waterfall Area, Spider Forest. Und dann holen wir uns das... Hey, ich bin nicht mehr da. Toll. Ist das nicht wunderschön? Ein Bildschirm nur mit Wolken. Sowas wollte man doch immer mal spielen, oder nicht? Ah, flatter schneller, Shantae. Man sieht dich nur ab und zu, dein Flügel. So. Hier können wir einfach nur ein... Oh. Never mind, dann gehen wir eben da rein. Hey, cool, ich kann nicht sterben hier unten. Sehr schön. Dann bleibst du wohl da oben stehen. Dann ist ja gut, dass ich nicht weiter in der Waterfall-Area gesucht habe, sondern einfach mal hier geguckt habe, ne? So, wie ging denn das noch? Moment, komme ich jetzt hier nicht mehr... Moment mal. Ich komme hier anscheinend nicht mehr rein, oder? Ich versuche es mal mit dem Elefanten. Ich hoffe, das bringt was, sonst habe ich ein Problem, weil ich würde schon gerne alle Warp-Skills haben. Okay, das bringt nichts. Ernsthaft? Ich komme da nicht mehr rein? Was ist das denn für ein blödes... Das ist doch scheiße. Warum komme ich da nicht mehr rein? Das finde ich jetzt enttäuschend. Also, ich dachte eigentlich, dass ich die Warp-Skills noch... Ah, lass mich rein! Dass ich die Warp-Skills eigentlich noch holen kann, aber... Das ist jetzt echt lahm. Also, meh. Ganz eindeutig meh. Dann lassen wir die Warp-Squids sein. Es ist total schade. Ich hätte gerne alle Teleports gehabt. Mann. Blödes Spiel. Ja, bla 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 bla. Speichern, ist klar. So, hier soll irgendwo noch ein Hatz-Container sein. Wo auch immer. Irgendwo, wo ich mit der Spinne hochklettern muss. Also hoffe ich mal, dass ich den hier auch finde. Wahrscheinlich ist das hier. Bei dieser rutschigen Wand. Oh, die Spinne ist tot gewesen. Cool. Hüpf und hüpf und... Toll, ne? Ich kann so gut hier hochklettern. Ah! Spinne! Pfui, Spinne. Dumm. Moment, da steht... In the spider forest, about halfway, use the spider to climb up a wall and avoid a slippery hill. Das war ein slippery hill, aber anscheinend brauchen wir noch einen anderen. Und dann gucken wir einfach mal, wo ich den finde. So, hier wäre zum Beispiel einer. Aber da kann ich hochspringen. Ich glaube, das ist nicht der richtige. Aua! Was? Ich hatte kein Leben mehr? Na, immerhin habe ich gerade eben gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, ist mir das relativ egal. Ich verliere nichts. Was auch sehr gut wäre. Das wäre ziemlich hart, wenn ich jetzt hier wieder alle meine Talismane verlieren würde, die ich gerade gesammelt habe. Ey, Shantae, kletter mal da hoch! Du, Blöde! So, und so, und so, und... Autsch! Also ich weiß jetzt auch, dass hier kein Glühwürmchen mehr ist. Deswegen suche ich auch gar nicht erst danach. Aber hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das nicht nachgeschlagen, hätte ich hier zum Beispiel jetzt auch nach Glühwürmchen gesucht. Und das wäre irgendwie mehr oder weniger sinnlos gewesen. Weil hier ist ja nichts. Und das hätte euch total gelangweilt und ihr hättet nicht mehr zugesehen wollen. Und ich weiß ja gar nicht, ob mir jetzt überhaupt jemand zusieht. Shantae ist so das Projekt mit den wenigsten Aufrufen. So, hier müssen wir auf jeden Fall die Spinnenform benutzen.
Vermute ich jetzt mal, weil da ist ein Hügel mit einer rutschigen Oberfläche und jawohl, ein Herzcontainer. Einer fehlt mir noch, dann habe ich es voll, komplett. Toll. Ich freue mich, die Spinne freut sich auch. So, dann gehen wir jetzt einfach nur noch zu den Scarecrow Fields und dann sind wir auch schon direkt vor Scuttletown. Da werden wir dann speichern und beim nächsten Mal weiterspielen. Ich meine, wir haben jetzt genug geschafft in diesem Part schon. Was wir alles gefunden haben, ist betrachtlich. Also beachtlich? Kann man betrachtlich sagen? Ich weiß nicht. Ich brauche jetzt so einen Duden wie die Frau aus Ghost Trick. Oder so ein Wörterbuch, wo ich das nachschauen kann. Die hat sich ja auch mal so gefragt, ob man komische Wörter benutzen darf, die total seltsam waren. So. Ich mach mal eine Pause, damit ich besser lesen kann. Visit the Scarecrow Field at night and it will be on the third level of a series of pillars and platforms. Okay, es ging jetzt um ein Glühwürmchen. Da es gerade Nacht ist, wollen wir das auch direkt mal holen, wenn wir das noch rechtzeitig schaffen. Ja, ihr blöden... könnt mir nichts mehr. Okay, hier ist noch nichts. Irgendwo auf so einer Plattform muss das sein. Auf dem dritten Level, also der dritten Ebene. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das jetzt schnell finden. Aua. Und nicht vorher sterben. Jetzt nichts. Da oben ist nur ein Teufel, okay. Aua. Einmal dürfen wir uns noch treffen lassen. Hä? Okay, in Anbetracht dessen, dass ich kein Leben mehr habe, speichere ich mal eben in Scuttletown, damit ich nicht so weit nochmal laufen muss. Bla bla bla, Item Shop safe. Da wollten wir rein, in den Speicherraum. Dann gehe ich auch nochmal ins Badehaus, um mir meine Lebensenergie komplett aufzufüllen. Das lohnt sich ja jetzt auch richtig. Ja, natürlich würde ich gerne speichern, sonst wäre ich gar nicht hier reingekommen. So, ich wünschte, das ging irgendwie schneller. Ja, also so eine Neuauflage von Shantae, wo dann die Sachen ein bisschen glatt gebügelt werden, die noch nicht so toll sind. Das wäre, glaube ich, ziemlich klasse. Würde ich kaufen. Doch, ja. Oder dass zum Beispiel das Heilen... Nein, das machst du nicht, Shantae. Nein. Ich habe ganz vergessen, dass ich diese Fähigkeit habe. Und sie aus Versehen aktiviert, weil ich eigentlich nur Rennen gedrückt halten wollte. Toll, ne? Ja. Ich weiß gerade wie ideal schon nicht mehr, was ich erzählen soll, weil das Spiel irgendwie gerade mir nicht so viel bietet und ich nur sinnlos rumlaufe und Sachen aufsammle. So, einmal Harpienform bitte. Und es ist Tag, na toll. Na gut, dann gucke ich mal eben. Den Heartholder in the Scarecrow Field above a pair of pillars. You can reach it with the monkey. Das habe ich wahrscheinlich schon. Und wir können einen weiteren Talisman finden. Once you have the Harpy Dance, you can fly to the first set of gaps in the Scarecrow Field. Then fly up high to find the Talisman. Also werden wir uns den direkt mal holen. Dann kann ich auch mit der Harpie hier angreifen und mich meine Haut erwärmen. So, hier oben muss das irgendwo sein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da ist er ja. This must be the Harpy Talon. This Talisman will allow me to attack in Harpy Form. Jawoll. Na, das ist jetzt nicht so klasse, aber obwohl doch, ja. Nicht schlecht. Sag mal, schwebt die Plattform? Die schwebt echt. Cool. Aua, du musst sterben. Haha. Jetzt fehlt mir nur noch ein Glühwürmchen, oder habe ich das schon? Moment. A set of pillars, the third level. Das ist, glaube ich, nicht. Ich gucke mir nochmal alles genau an, weil vielleicht finde ich hier sogar den letzten Herzcontainer. Ich glaube aber nicht, dass ich den noch nicht habe. Das wäre irgendwie seltsam. Aber das Glühwürmchen kann ich da bestimmt auch holen. Das muss garantiert hier oben drauf sein. Dann habe ich das schon. Moment, ich beschleunige mal eben das Spiel. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Immer schneller. Bla-bla-bla-bla-bla. Boah, ich kann gar nicht schnell genug fliegen. Ja, eigentlich müsste das wahrscheinlich hier oben drauf sein, aber dann habe ich das anscheinend schon. Und hier, genau, hier war doch der Herzcontainer drauf, oder? Dann habe ich den auch schon. Ich fliege nochmal zur Sicherheit bis ans Ende, aber ich schätze mal, dann habe ich hier alles in den Scarecrow Fields. Dann kann ich hier nicht mehr viel holen. Aber, ja, dann war's das. Okay. Dann machen wir uns auf zurück nach Scuttletown. Dann war's das für diesen Part auch schon. Weil mehr habe ich mir jetzt auch nicht rausgesucht. Und ich weiß nicht, ich hätte ja gerne noch die Sachen aus der Dribble Fountain geholt. Aber wenn das nicht geht, dann habe ich halt Pech gehabt. Das ist irgendwie doof, aber kann man halt nichts machen.
Wobei ich jetzt überlege, ob ich mir überhaupt noch die Mühe machen soll, alle Glühwürmchen zu sammeln. Ich glaube, und den letzten Herzcontainer irgendwie, ich weiß nicht, so viel Sinn macht das nicht. Ich glaube, ich werde noch das letzte, den letzten Talisman holen für die Spinne. Und dann werde ich einfach das Spiel so langsam beenden. Weil ich meine, wir haben ja jetzt ordentlich, uns fehlt ein Herzcontainer, uns fehlen ein paar Glühwürmchen. Ich kann ja mal nachschauen, was der Tanz dann bewirkt. Bla 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 bla. Was? Was, was, was? One night long ago I saw something floating across the desert sky as it passed by the moon. I could make out the shape of a pyramid. You think I'm crazy, right? Okay, als er mal in der Wüste war, hat er etwas schweben sehen und als es vor dem Mond war, hat er gesehen, dass es eine Pyramide war. Okay, das ist interessant. Das muss ich mir auch mal anschauen. Aber erstmal, ich werde jetzt hier noch die Warp Squids einsetzen, die ich habe. Dann kann ich mich, falls ich nochmal auf Reisen gehe, hierhin zurückteleportieren und das Spiel beenden. Weil hier müssen wir sowieso hin. Nach Scuttletown. Ich habe ja genug Warp Squids. Das wird jetzt nur ewig dauern. Bla bla bla. Moment. Ich mach mal den hier. Weil dann geht das ein bisschen schneller. So. Und der nächste. Bla 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 bla. Und ein letzter noch. So. Dom 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 dom. Und wir haben einen neuen. Ey, der ist ja nur so kurz. Was ist das denn? Ich fühle mich verarscht. You can perform this dance anytime you bla 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 bla. Oder Moment, ich muss mal eben gucken. Bei dem Tanz ist ein Herz zu sehen. Bei dem da unter der Harpie. Das rechts sind definitiv Tänze, die Teleporter sind. Und links unten ist dann noch einer, der übrig ist. Und kann es sein, dass ich dann einen Tanz kriege, der mich heilt? Das wäre dann wiederum etwas, was mir einen Anreiz geben würde, die Glühwürmchen noch zu finden. Ich muss einfach mal nachschauen, was es bringt. Aber nicht mehr heute, nicht mehr in diesem Part. Stattdessen werden wir jetzt einfach speichern. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder bei anderen Projekten oder wie auch immer. Vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Ich habe keine Ahnung, was ihr guckt und ob ihr mich guckt. Auf jeden Fall sage ich dann einfach mal ciao. Bis zum nächsten Mal.